Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Schön schauen Sie den Zürich Report auf Zürich Plus. Das Zumiker Stimmvolk hat am Sonntag über die schulische Infrastruktur der Gemeinde entschieden. Mit einem Baukredit von 25 Millionen Franken hat die Schulanlage Farlifang komplett erneuert werden. Gleichzeitig ist den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ein Baurechtsvertrag mit der in Zumiken ansässigen International Community School unterbreitet worden. Trotz der Bemühungen seitens Schulpflege am Stimmvolk Geschäft schmackhaft zu machen, sind beide Vorlagen deutlich gescheitert. Es hätte 4. September 2011 sein sollen, wo über eine grossflächige Umstrukturierung im Zumiker Schulwesen hätte entscheiden sollen. In diesen zwei für Zumiken grossen Vorlagen ist es im ersten um einen Baukredit für das Schulzentrum Farlifang gegangen. Für die Erweiterung und die Erneuerung des Schulhauses wäre ein Baukredit von 25 Millionen Franken benötigt worden. Die Schulpflege hat das Schulhaus sanieren wollen, mit zwei neuen Anbauten erweitern sowie mit einem neuen Trakt ergänzen. Es hätte ein Schulzentrum entstehen, das sämtliche Schulangebote beherbergen kann und den heutigen und den zukünftigen Anforderungen von einer modernen Schule Zumiken entsprochen hat. Bei der zweiten Vorlage hat es sich um einen Baurechtsvertrag für das Primarschulhaus Juch gedreht. Die Schulpflege Zumiken hat das Schulhaus für 30 Jahre im Baurecht an die in Zumiken ansässige International Community School, kurz ICS, abgegeben. Die Einnahmen aus dem Baurechtsvertrag hätten mithelfen sollen, die Finanzierung des geplanten Schulzentrums Farlifang für die Schulgemeinde zu ermöglichen. Im Vorfeld der Abstimmung hat sich die Gruppierung Zumiken mit Zukunft dafür stark gemacht, die beiden Vorlagen zu torpedieren. Und das mit Erfolg. Denn es ist alles anders gekommen, als wie man sich das in der Schulpflege gewünscht hat. Am Sonntag um 2 Uhr treffen sich die Vertreter der Schulpflege und die Vertreter der International Community School im Schminneraum, um gemeinsam die Abstimmungsresultate zu erwarten. Und bald darauf aber ist die Ernüchterung eingetreten. Das hat leider nicht gelangt. Wir haben leider beide Vorlagen verloren und wir haben leider auch beide Vorlagen deutlich verloren. Mit 1248 zu 681 Stimmen ist der Baukredit für das Farlifang den Bach runter. Und auch der Baurechtsvertrag hat bei 1295 Zumiker Stimmbürger, die an die Urne sind oder brieflich abgestimmt haben, keinen Anklang gefunden. Als gute Verlierer hat man sich an diesem Sonntagnachmittag trotzdem gezeigt. Ja, wir bedauern sehr das deutliche Nein, aber es sind offenbar viele verschiedene Argumente, die zusammengespielt haben. Die einen, die wollen zwei Standorte behalten, die anderen, die gegen den Verkehr und gegen den Baurechtsvertrag waren. Und wahrscheinlich sind es einfach ganz viele verschiedene Argumente, die zusammen dann das sehr deutliche Nein ergeben haben. Für den Chef des Treuhänderausschusses der ICS ist das deutliche Nein ein Zeichen, dass Zumiken nicht bereit ist, das Schulhaus Juch in die Hände der ICS zu legen. Und sieht als schwachen Punkt die verkehrsinfrastrukturelle Komponente. Der grösste Magnet, der ICS immer sich damit auseinandersetzen muss, ist das Verkehrsaufkommen von der ICS Gemeinde Zumiken. Wir sind, wie wir schon oft gesagt haben, eine Schule, die auch mit einem gewissen Verkehrsaufkommen rechnen muss, wenn man jeden Tag 800 bis 830 Kinder bringen muss und holen muss. Aber wir haben auch über unsere Busflotten haben wir auch das Verkehr relativ gut im Griff. Die schulische Zukunft in Zumiken wird also wie bis anhin mit zwei Standorten bleiben, obwohl sich die Sanierungspläne für das Schulhaus Farlifang und Juch nicht bis ewig aufschieben lassen. Und da sind noch weitere Abstimmungsresultate aus der Region.